So Leute, willkommen zurück zu Baba is You. Und hier, ihr seht, ich habe meinen Cursor mit aufgenommen. Wir sind immer noch hier und die Antwort dieses Rätsels... Ups. Ja, ich muss darauf achten, dass uns der Pointer für die Level nicht abhanden kommt. So. Der Schlüssel, wie wir den nächsten Schritt machen, ist viel, viel einfacher, als ich dachte. Ich möchte das da ganz gerne nicht. So. Jetzt müssen wir nämlich hier einfach einmal schön alle Babas in den Sumpf werfen. Und dann bleiben wir nämlich bei einer Baba übrig. So. Können wir nämlich sagen, Cursor. Achso, das ist der Cursor. Ich dachte, das wär die Maus. Okay, dann bin ich mir nicht ganz sicher. Ah, warte mal, dann kann ich aber sagen, zum Beispiel Flag is Cursor. Dann müsste ich bloß da unten drankommen. Ne, ich mach nochmal zurück. Und ich glaube, ich werfe. Also, zum einen mache ich euch mal hier den Mauscursor wieder aus. Weil das ist ja offenbar absoluter Quatsch. Also der Video holt ja auch das Flag rüber. Er sei es Flag. So. Macht er dann? Er ist Flag zurück. Okay, es ist wirklich so. Okay. Dann Sekunde. Nee, nicht komplett restart. Das geht eigentlich schon so. So. Cursor ist Flag. So. Jetzt müssen wir Flag einmal wieder rüberbringen. Ja, es ist wirklich eins von diesen Leveln. Naja, so weit soll das Push da eigentlich nicht weg. So, das ist, hätte ich gar nicht mit rübernehmen müssen. Dementsprechend bringen wir das schön dahin zurück, wo es hingehört. Machen wir hier unten die Tür auf. Und jetzt kommt der wirklich komische Teil. Wir bringen Flag wieder zurück. Und sagen, Flag ist Cursor. Sammeln es auf und kommen in Level 11. Keke is hot. Keke is not fall. Text near Baba is not fall. Okay. Text near Baba is not. Text not near Keke is not fall. Das heißt, sobald Keke da weg ist, ist vorbei.
Ices Melt and Defeat. Ich verstehe. Ja, genau. Genau. Genau so ist es nämlich wieder. Genau so ist dieses Level. So, ich muss meine Zeit mal ein bisschen im Auge behalten. Muss nämlich Level ist. Also, Keke ist Push machen. Und Keke ist Hot, ohne dass es runterfällt. Okay. Warte mal dann. Dann fällt Push schon. Nee. Mache ich das jetzt am dümmsten? Ne, Moment, ich bin schon ein Feld zu weit. So. Eki ist. Kriege ich das Hot dahin, aber wie kriege ich Keke ist Hot? Wie kriege ich Keke da drauf gepusht und dann Keke ist Hot? Da hänge ich gerade. Meine Nerven erlauben es mir gerade nicht, das nicht anzugucken. Wahrscheinlich super einfach. Ist es. Okay, ja, es ist wirklich mega einfach. Okay. Gucken, dass ich hier keinen Quatsch. Nee, das ist schon Quatsch. Also. Wieder ein Fehler drin. Hä, warum? So, ja. Kick ist Push. So, das, eins hier hoch.
das hier hoch, Keke ist hot, so, fertig. Okay, jetzt kann ich unseren Cursor da theoretisch wieder rausbringen. Ich kann den ganzen Käse auch machen, um Cursor is Ghost zu machen. Ghost sind auch wir. Ich weiß bloß nicht, was es uns bringt. An die 12 kommen wir immer noch nicht, aber wir kommen an die 14 ran. Also machen wir das, wer war jetzt. Okay, wir kommen hier an das Float ran. Das möchte ich, glaube ich, auch nicht in der Lava haben. Wenn ich das hier mache, ist alles vorbei. Level is Melt. Water is Defeat. Ich will aber Water is Sink machen. Okay, Flag is Win and Push. Dann machen wir erstmal das Most Obvious Thing. Wir schließen das Level ab. Level is Baba, kümmern wir uns gleich drum. Level is Push. So. Bringt uns das was? Nein. Rock is Defeat. Was wäre Level near Rock is Push? Nee, das ist Quatsch. Okay. Wenn wir sagen, Rock is Push, können wir Rock is Defeat rausmachen? Sagen wir Level near Rock is Push? Dann können wir hier nämlich durchgehen. So. Dann hole ich den Rock da wieder raus. Black is win. Level ist Level. Okay, das heißt, hier kann ich das Level nicht ändern. Das ist, glaube ich. Wartet mal, ich resette nochmal. Ach stimmt, da kann ich ja vorher gar nicht hoch, bevor ich das nicht gebrochen habe. Das heißt, ich muss ja Rock is Push machen und das da brechen. Auch wenn es mir nicht gefällt. Weil vorher kann ich hier nichts machen. So, und das da kann ich alles nicht nochmal brechen, also muss ich ja das von eben machen. Also der Teil hat ja offenbar gestimmt. Weil normal hätte ich gesagt, Rock is Flag. Was ist, wenn ich einfach sage, Level near Flag is Win? Bringt uns nichts. Also wenn ich doch nochmal Level near Rock is Push mache, kann ich dann... Ne, ich kann dann auch keine Sachen, die an einem Stein sind, pushen. Sonst hätte ich nämlich gesagt, Wände. Aber
könnte Steine rausschieben, die bringen mir aber nichts. Gott, ey. Warum hänge ich an den Leveln so? Ich meine, die sind ja ganz cool, aber ich hänge halt extrem. Und so, das lösen wir jetzt mit Hilfe nochmal heute. Okay, das ist leider das falsche Level. In welchem Level befinden wir uns gerade? 15, die Box. Eine relativ lange Lösung. Ach du Kacke, okay, zurück zur Karte. Das Level ist gar nicht lösbar, solange wir nicht das Level hier gelöst haben. Ehrlich, dieses Level ist nicht lösbar. Nee, brauchen wir das Float überhaupt? Das ist einfach mal so. Das Float scheint in der alten Version benötigt worden zu sein. Ah, nee. Die Lava muss floaten, damit nichts passiert. Und wir brauchen wahrscheinlich das Float für Baba. So, genau. Jetzt haben wir hier nämlich Level is Flag. Und jetzt können wir das nämlich machen. Rock is Push, zack. Level near Rock is Push. Und zack. Und weil wir jetzt direkt neben einer Flagge stehen, können wir sagen, Level near Flag is Win. Das ist verflucht gemein. Aber so richtig. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den Mist weitermachen. Bis dann, euer Wolf.